gehören und gehören zu. 很多同学问差别在哪里？ 那这样看的话呢，差别在哪里呢？ 多了一个zu， 但是这不是唯一的差别。 gehören 就是属于的意思， gehören zu 也是属于的意思， 但是应该不是一样的嘛， 因为 gehören 就是代表拥有， 比方说这本书是我的， 那我就可以说 das Buch gehört mir， 然后你要加一个 dative， 什么东西是属于我， 那就是 das Buch gehört mir， Dative, das Buch gehört mir, oder der Stift gehört ihr, der Stift gehört Deigen. 那就是说这支笔就是属于他，就是他的笔的意思，就是这样子。 Das Buch gehört mir, 但是gehören zu是什么意思？ 比方说我可以说 Deutschland gehört zu Europa. Deutschland gehört zu Europa. 它的那个中文就是说德国属于欧洲，所以呢，德国就是一个东西，它是另外一个东西的一个部分。这个就是gehören zu. 那在德国，你有时候会听到一个句子，比方说有人问这个小孩是谁的，然后爸爸妈妈说 Das Kind gehört zu mir， 听起来有点怪怪的，但是呢，意思就是说这个小孩子就是我们家的一个部分，所以我可以说 Das Kind gehört zu mir， zu mir 又是 Dative， zu mit Dative， 这个我们早就学过嘛，对不对？ Das Kind gehört zu mir， oder Deutschland gehört zu Europa， und Taiwan gehört zu Asien， und Kanada gehört zu Nordamerika. Und Brasilien gehört zu Südamerika. Mhm. Gehören zu. Plus Dativ. Gehören. Plus Dativ. 但是要记住哦, gehören 就是拥有的意思. Oder 简单来讲的, das ist mein Buch. Das Buch gehört mir. 就是这么简单。